Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Lavrov warnt vor Möglichkeit eines dritten Weltkriegs. Diese Gefahr sei ernst und real und dürfe nicht unterschätzt werden, sagte der russische Außenminister in einem Interview mit dem Staatsfernsehen. Der NATO warf er vor, durch Waffenlieferungen an die Ukraine einen Stellvertreterkrieg gegen Russland zu führen. UN-Generalsekretär Guterres zu Gast bei Russlands Präsident Putin. Bei dem Treffen im Kreml soll es heute um mögliche Vermittlungsversuche im Krieg gegen die Ukraine gehen, sowie um die Lage in der belagerten Stadt Mariupol. Anschließend reist Guterres zu Gesprächen nach Kiew. Schweden und Finnland offenbar für Beitritt zur NATO. Wie mehrere Medien in beiden Ländern berichten, soll es Mitte Mai eine gemeinsame Bewerbung geben. In beiden Ländern ist die Zustimmung für einen NATO-Beitritt seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine stark gestiegen. Elon Musk übernimmt Kurzmitteilungsdienst Twitter. Der Tesla-Chef einigte sich mit dem Internetunternehmen auf einen Kaufpreis von 44 Milliarden US-Dollar. Nun müssen die Aktionäre entscheiden, ob sie das Angebot annehmen. Musk plant, Twitter anschließend von der Börse zu nehmen. Das Wetter im Norden und Nordosten, ein Mix aus Sonne und Wolken, an der Ostsee auch länger sonnig und meist trocken. Sonst unbeständig mit Regen und einzelnen Gewittern. 8 bis 17 Grad.